Herzlich willkommen bei den Bookish Academy Awards, den Oscars der Bücherwelt. Und ja, wenn schon eine andere Begrüßung, dann natürlich direkt richtig und zu einem sehr, ja, eleganten Anlass. Zumindest in Hollywood, denn die Oscars wurden sozusagen vergeben, wenn ihr dieses Video seht. Bei mir liegt das noch in der Zukunft, wie ihr so an mir seht, denn ich sehe genauso aus wie in der Bücherwoche. Dennoch wollte ich diesen Tag, der vor 3-4 Jahren durch BookTube ging, einfach wiederbeleben, denn ich finde, es ist nochmal ein schöner Rückblick auf das vergangene Jahr. Und ja, die Oscars sind in diesem Jahr ein bisschen spät, nämlich erst im März. Normal sind die ja immer um Mitte Februar, aber da waren die Olympischen Spiele und deswegen wurden die Oscars sozusagen nach hinten verlegt in den März. Und ich, ja, habe mir diesen Tag einfach wieder rausgekramt und ich möchte mit euch jetzt diese einzelnen Kategorien, die man eigentlich aus der Filmwelt kennt und die eben für die Bücher umgewandelt wurden, für die Bücher aus 2017 einfach nochmal machen und habe hier die 14 Kategorien mir aufgeschrieben und auch schon die Sieger im Grunde gekürt, die ich euch hier im Grunde zeigen werde und natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen möchte, warum sie in 2017 eben für diese Kategorien gewonnen haben. Und wir starten mit der ersten Kategorie, bester Schauspieler, der beste männliche Protagonist. Das war für mich in 2017 definitiv Darrow aus Red Rising. Ich habe Teil 2 und 3 im letzten Jahr gelesen und ich finde diese Reihe ja wirklich Hammer. Mir hat der Stil gefallen, mir hat die Idee gefallen, mir hat dieser dystopische, düstere Zukunftsansatz gefallen, dass wir auf dem Mars sind und eben einen starken Darrow haben. Was ja sehr selten in Dystopien ist, dass man einen männlichen Protagonisten hat. Das fand ich hier wirklich großartig, weil es natürlich ein bisschen brutaler, ruppiger und anders ist, als wenn man seinem eigenen Geschlecht sozusagen gefühlt ständig folgt. Und wir eben hier eine Entwicklung haben, die, ich finde, wirklich einen Oscar verdient hätte. Denn ich finde wirklich, Pierce Brown hat hier eine Wahnsinnswelt erschaffen und eben auch einen Darrow, einen tollen männlichen Protagonisten, der mir eben durch die Ich-Erzählung, die es gibt, sehr nahe gebracht hat, sehr verständlich gezeigt hat, warum und wie und was in ihm vorgeht und ich nicht nur das Buch großartig fand, sondern eben auch Darrow. Die beste Schauspielerin ist die zweite Kategorie, die beste weibliche Protagonistin. Und das fand ich tatsächlich viel, viel schwerer, weil ich gefühlt viel mehr Bücher gelesen habe, wo es weibliche Protagonisten gibt. Habe mich aber für May Holland aus der Circle entschieden. Und da, die, wenn nominiert wäre im wahren Leben, glaube ich, würden sich die Geister darum streiten. Denn entweder man mochte sie oder man mochte sie nicht. Und ich habe sie geliebt. Ich fand die Idee dieser Dystopie im Circle, die ja anders funktioniert als andere Ideen. Denn wir haben hier nicht eine ganze Welt, die anders tickt oder ein Land, sondern wir haben hier nur eine Firma, die sehr glasdurchsichtig ist, die sehr merkwürdige Methoden hat, ihre Mitarbeiter zu motivieren, dieses ganze Social Life sich dann in der Firma eben, ja, im Grunde widerspiegelt und wie auch im Grunde nur abläuft. Und wir haben May, die ganz anders ist, als man das von einer dystopischen Protagonistin erwartet. Und gerade, dass diese Geschichte anders war und May anders war, fand ich einfach toll, denn ich fand es viel realistischer, als es manchmal eben diese ganzen rebellischen weiblichen Protagonisten sind, die wir aus Dystopien kennen. Und das mochte ich an May unglaublich gerne. Zudem hat mir auch der Film tatsächlich sehr gut gefallen. Und hier hatten wir ja Emma Watson, die die Rolle übernommen hat. Und nicht nur Emma Watson hat einen Oscar verdient, sondern eben auch May Holland aus The Circle. In der dritten Kategorie geht es um die beste Kameraführung. Hier heißt es der beste Plot-Twist bzw. beste unerwartete Wendung. Und es wäre kein Jahresrückblick 2017, wenn nicht zumindest in einer Kategorie Monster 1983 irgendetwas gewonnen hätte. Ja, das Hörspiel muss hier einfach rein, denn mich haben alle drei Teile gepackt. Und der besondere Plot-Twist, die Wendung, ist das Ende von Teil 1, in der einem aus dieser, ja, gruseligen 80er-Geschichte etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hätte, dass es uns so BÄM
hingeworfen wird. Und diese Wendung fand ich großartig, fand ich spannend, packend gemacht und der Weg dahin war einfach großartig erzählt in diesem Hörspiel. Ich bin absoluter Fan. Nach wie vor suche ich Hörspiele, die in so eine Richtung gehen. Ich konnte aber tatsächlich gefühlt noch nichts finden und ja, ich fand es einfach toll. Und ich mochte diese ganze Atmosphäre in Harmony Bay und dieses 80er, dieses Klischee, wie man es aus diesen Horrorfilmen von daher kennt und diese Anspielungen und ich mochte die Stimmen, das ist ja, die First Class, der Synchronsprecher war hier anwesend, was bei mir ja wirklich unglaublich viele Bilder in den Kopf gezaubert hat und auch heute noch manche Stelle des Hörbuches, Hörspiels in mir aufflammt und ich bin da einfach hin und weg und auch eben von dieser Wendung gegen Ende des ersten Teils, die uns dann natürlich in Teil 2 und 3 auch noch begleitet. Das beste Kostümdesign, wandelt die Bookish Academy in das beste Buchcover. Und ich muss sagen, ich fand das so schwierig. Es gibt so viele tolle Cover, welche mir aber einfach der Handlung des Buches entsprechend wirklich am besten gefallen haben, ist die X-Reihe von Lena Kanau. Ich habe die ersten 4 Teile gelesen, die erste Staffel sozusagen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch schon Teil 5, 6 und 7, wenn ich mich nicht irre. Und es ist im Grunde die zweite Staffel, die eben zu einem anderen Zeitpunkt in dieser apokalyptischen Welt spielt. Und ich mochte diese apokalyptische Vampir-Jugendbuchreihe unglaublich gerne. Ich habe die ja weggesuchtet. Ich habe, glaube ich, auch alle 4 Teile in einem Monat, in 3 Wochen gelesen und bin absoluter Fan von dieser Reihe und eben auch von diesen Buchcovern, die düster sind, die uns einen Charakter aus der Geschichte nahe bringen, die Gesichter, wie die hervorgehoben sind, wie diese Buchreihe im Grunde erkennbar an ihren Covern ist und ich auch die Buchcover-Designerin einfach großartig finde, nämlich Laura Newman. Und ich einfach diese Kombi aus Geschichte, Cover einfach toll finde und ich einfach finde, dass diese Cover, also die müssten viel mehr auf BookTube gezeigt werden und ich einfach diese Reihe so toll fand und es wirklich auch eine kleine Highlight-Reihe war, wo ich einfach, glaube ich, jetzt auch in diesem Jahr mal weiterlesen muss und die zweite Staffel dann lese, vielleicht, wenn dann der letzte Teil der zweiten Staffel herauskommt und ich einfach sehr angetan bin von der Reihe von Lena Kanau und eben auch von diesen Covern, die Geschichte so toll in Szene gesetzt hat. Dann gibt es in der Kategorie 5 bester Nebendarsteller, Darstellerin, bester männlicher und weiblicher Nebencharakter. Auch hier fand ich es unglaublich schwer und habe mich beim männlichen Nebencharakter auf Johnny Jefferson berufen aus der Reihe von Page Toon, das Leben der Jesse Jefferson. Und jetzt kann man ja sagen, das ist ja ein bisschen gemein, denn Johnny Jefferson hatte ja bereits seine eigene Reihe in der Page Toon Erwachsenenromanen. Denn ja, das stimmt, er war mal der Hauptcharakter sozusagen in einer Geschichte, spielt aber in der Welt von Jesse Jefferson eben den liebenden Vater, der eben hier zu einem Kind kommt, von dem er 16, 17 Jahre nichts wusste. Und natürlich dreht sich das Leben um Jesse, die eben erfährt, dass ihr Vater ein Rockstar ist, den ich ja sehr gerne mit Robbie Williams vergleiche. Und ich habe mich auf Johnny Jefferson einfach wieder unglaublich gefreut und er hat hier eine tolle Nebenrolle ausgefüllt. Er ist der Vater, er ist der Rockstar, man erlebt ihn im Familienleben, aber natürlich auch, wie es ist, mit auf einmal einer jugendlichen Tochter dazustehen und ich finde, dass er toll tiefgründig daneben steht und als Nebencharakter wirklich eine tolle Präsenz hat, die man natürlich aus den Erwachsenenbüchern von Page Toon kennt und das ist für mich so diese Mischung gewesen, die ich toll finde, denn alle Jugendlichen, die diese Reihe gelesen haben und dann sagen, ich möchte jetzt auch mehr über Johnny und seine Geschichte erfahren, sind natürlich auch irgendwann in dem Alter, um eben den Erwachsenenroman von Page Toon zu lesen. Wie auch immer, in welche Richtung man es tut. Ihn fand ich da einfach toll. Und als beste weibliche Nebencharakterin habe ich die kleine Emmy aus das Manuskript von Jackie Feygood gewählt, weil ich Emmy einfach toll fand. In dem Manuskript geht es ja um einen Mann, der im Grunde eben ein Buch schreibt und das mehr oder weniger eben mit Emmy zusammen, die seine Nachbarin ist, also die Tochter der Nachbarin. Und die Dialoge der beiden und wie Emmy tickt, ein ganz warmherziges Kind mit tollen Gedanken, aus der immer so die Wahrheit des Lebens
sprudelt. Und ich mochte Emmy in der Geschichte von Jackie Feigut mega gerne. Ich habe sie direkt in mein Herz geschlossen und ich war so angetan von ihr. Und die bringt mich auch jetzt noch zum Strahlen. Und das ist einfach schön. Mir hat dieser Charakter sehr gut gefallen, auch wenn sie wirklich eher so nebenbei immer mal dabei war, sowas Weißes, Kindliches in die Welt gerufen hat. Das hat sie einfach großartig gemacht und da musste einfach Emmy gewinnen. Bestes originales Drehbuch ist Nummer 6. Beste und kreativste Welt, die von einem Autor kreiert wurde. Auch hier hatte ich so 2, 3 Kandidaten und bin dann aber über Size gestoßen von Neil Schusterman. Und das war ja ein Buch, das mich total geflasht hat, das mich total mitgerissen hat und ich freue mich jetzt so, dass der zweite Teil kommt. Denn in dieser Welt, die eigentlich eine utopische Idee hat, aber dadurch ein bisschen dystopisch wirkt, finde ich einfach grandios. Es ist mega kreativ, dass wir hier eine Welt haben, in der keiner sterben muss, in der jeder unendlich lange leben kann, in der man ewig alt werden wird. Aber es gibt dann eben diese Gilde der Sais, die eben den Tod imitieren und eben entscheiden, wer stirbt und wann und wie. Und wir ja im ersten Teil 2 Anwärter haben, die eben bei einem Sais in die Leere gehen. Und das war so kreativ, diese Welt, wie die aufgebaut wurde von Neil Schusterman, die man vor Augen hatte, die düster war, aber gleichzeitig diese Hoffnung, dieses Utopische, dass ja eigentlich man machen kann, was man möchte, man stirbt nicht, man wird nicht krank, man hat ewiges Leben und ist das wünschenswert. Und diese Welt fand ich einfach großartig und ich freue mich so, den zweiten Teil zu lesen, zu hören und Neil Schusterman auf der Leipziger Buchmesse mal so vis-à-vis sozusagen gegenüberzustehen und ihm einfach mal zu sagen, wie geil ich diese Idee fand. Insofern ich da ein Wort rausbekomme. 7. Kategorie, bestes bearbeitetes Drehbuch, beste Buchverfilmung. Und da hatte ich ja vorhin schon kurz den Circle so ein bisschen hineingeworfen. Für mich war aber tatsächlich die beste Buchverfilmung Bob der Streuner. Das mag jetzt total doof klingen, hat mir aber unglaublich gut gefallen. Ich habe im Januar das Buch gelesen, wo es ja um einen Mann geht, der drogenabhängig ist, der im Grunde auf der Straße lebt in England, der aber musikalisch ist und der eines Tages eben eine Katze findet, eine scheinbar frei laufende, streunernde Katze, die aber krank wird und er dann mit all seinen Mitteln, die er hat, die Katze gesund macht und die Katze nicht mehr von seiner Seite weicht. Und diese Katze ist eben Bob. Und Bob, verändert das Leben und unseres jungen Mannes. Und diese Geschichte, die biografisch ist, wird uns eben im Buch erzählt und wurde toll in Szene gesetzt im Film. An den richtigen Stellen emotionsvoll, packend, mitnehmend, aber auch so leise Töne eben mit dieser Liebe zu dieser Katze und natürlich auch so gefühlt ein bisschen umgekehrt. Zudem hat ja der echte Bob mitgespielt, der Kater war also der echte Kater und ich fand es toll. Mir hat der Film gefallen, er hat mich zu Tränen gerührt, ähnlich wie das Buch und ich war einfach total fasziniert von der Erzählung und wie man eine Biografie eben unterhaltsam umsetzen kann, man aber nie vergisst, dass das alles einmal echt war und ich finde das einfach total irre und ich finde sowas, solche Herzensgeschichten müsste es viel mehr geben auf unserer Welt. 8. Kategorie, bester Animationsfilm. Bestes Buch, welches sich gut für ein Animationsformat eignet. Und hier ist mir direkt der Herzensräuber von Beate Rügert eingefallen. Ein Buch, das mich ja im letzten Jahr total überraschend geflasht hat, was ich an einem Tag, als ich krank war, gelesen habe. Denn es geht hier ja um einen Hund, der die Menschen so gut kennt und sein Herrchen in einem Antiquariat arbeitet und ihm das gehört und er immer das richtige Buch zu den Menschen findet. Und das einfach so charmant und niedlich macht, dass man einfach total hingerissen ist. Und diese Geschichte kann ich mir total gut animiert vorstellen, weil wie sollte man sonst eine Geschichte aus der Perspektive eines Hundes zeigen, die uns im Grunde die Geschichte auch noch erzählt. Und ich könnte mir das einfach großartig vorstellen, dass wir diesen Hund begleiten, seine Beweggründe wieder miterleben, die Geschichten, wie er die Menschen wahrnimmt und natürlich auch diese menschlichen Situationen, die einfach so cool und lustig und schön waren und natürlich auch berührend. Und ich stelle mir das einfach toll vor, so ein eine Wahnsinnsbibliothek mit Büchern, so ein bisschen wie aus Die Schöne und das Biest und da
unten wuselt ein Hund vor sich hin. Ich stelle mir das einfach großartig vor und könnte mir diesen tatsächlich so vorstellen. Dann haben wir den besten Filmregisseur, die beste Autorenentdeckung im letzten Jahr. Und ich glaube, es wundert keinen, dass hier Dan Simmons den Academy Award von mir bekommt. Denn ich habe von ihm 3 Bücher oder sogar 4 Bücher im letzten Jahr gelesen, wovon ich nur 2 absolut gefeiert habe, 2 sogar abgebrochen habe. Er dennoch eine Wahnsinns-Autorenentdeckung ist, denn ich habe Terror und auch Kinder der Nacht absolut gefeiert. Und er hat etwas, er kann Historisches mixen mit Fantasie. Und das macht er großartig. In der Terror, man hat förmlich die Kälte gespürt, gerochen. Man hat dieses Schicksal dieser Schiffe, dieser Männer ja einfach miterlebt und diese historischen Fakten und die Fragen, die sich gestellt würden, was ist passiert mit denen, was passierte auf der Terror, wie kam es dazu, die er nimmt und mit dann daraus eben eine fiktionale Geschichte macht. So auch bei Kinder der Nacht, denn wir treffen hier tatsächlich Dracula, ja, höchstpersönlich und kümmern uns eben um Rumänien, um Waisenkinder, die vielleicht irgendetwas Besonderes an sich haben und spinnen daraus eben eine Geschichte, die ja hundertelang in der Vergangenheit zurückliegt und dann eben Vampire aufgreift. Und ich fand beide Geschichten großartig. Drood habe ich abgebrochen, da geht es um Charles Dickens. Und ich habe den anderen schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, welches Buch liegt hier. Ja, von Wiki Collins, wo ich sogar ein Buch jetzt mir danach dann gekauft habe. Was mir aber einfach zu dunkel und düster war. Und ich habe auch Flashback abgebrochen. Science Fiction, die ich nicht mochte. Aber dennoch ist dieser Autor jemand, der mich wirklich begeistert, mitreißt und der einfach schreiben und erzählen kann. 10. Kategorie, beste visuelle Effekte. Buch, welches die besten Actionsequenzen beinhaltet. Und das war tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt ja nicht der große Action-Roman-Leser bin. Ich habe mich aber entschieden für Dark Matter, der Zeitenläufer von Blake Crouch. Denn die Idee dieser Parallelwelt, ich fand die einfach nur großartig. Es heißt hier zwar Zeitenläufer, es geht aber nicht direkt um Zeitreisen, sondern eher die Frage, was ist echt, was nicht und wie hängt alles in unserer Welt miteinander zusammen? Und ich fand das einfach mega spannend. Es war viel Action in diesem Buch. Es gab wahnsinnig spannende Wendungen und einfach eine Erzählung, die mich durch die Seiten hat einfach so fliegen lassen. Und die ich wirklich einfach toll fand. Und die für mich letztes Jahr auf jeden Fall einen Oscar verdient hat, weil sie mich gut unterhalten hat und eben dieses Zeitebenen-Ding auch wirklich mega toll rübergebracht hat. Die nächste Frage, die nächste Kategorie ist, glaube ich, absolut erklärt sich von selbst, bester Soundtrack einer Buchverfilmung. Und mir bleibt da gar nichts anderes übrig, als den Soundtrack zu der 7. Staffel von Game of Thrones zu nennen. Denn egal welche Staffel, es sind immer wahnsinnsmusikalische Stücke und bei mir laufen diese tatsächlich auch beim Lesen im Hintergrund. Ich fand diesen Soundtrack auch wieder Hammer. Nicht ganz so stark wie vielleicht tatsächlich den 6., aber für mich am Buchverfilm, ich glaube, gefühlt auch der einzige Soundtrack, der es bei mir zum Hören gebracht hat von einer Buchverfilmung. Denn die Musik schafft es eben, Atmosphäre zu schaffen, diese zu transportieren und einen immer wieder in Erinnerung zu rufen, wenn man ein gewisses Stück hört. Und ich finde die immer großartig. Ich liebe den Sound aus Game of Thrones. Ich mag dieses Musikspiel und bei mir läuft das wirklich beim Lesen im Hintergrund in Dauerschleife und finde ich wirklich großartig, hat einen Oscar verdient. 12. Kategorie ist der beste Kurzfilm, die beste Kurzgeschichte bzw. Novelle. Und hier habe ich Gwendys Wunschkasten von Stephen King gewählt. Ein Büchlein mit knapp 120 Seiten, die eine Geschichte beinhaltet, die ich wirklich spannend fand, toll fand und ich wirklich das Gefühl habe, dass Stephen King mich hier auf 120 Seiten gut unterhalten hat. Denn er schafft es nicht immer mit seinen Kurzgeschichten, mich zu packen, mich zu begeistern. Manchmal finde ich eben einfach, seine Stärke liegt in der Länge. Hier mochte ich aber die Geschichte gerne, eben von Gwendy, die einen Kasten geschenkt bekommt, der so ein bisschen Einfluss auf die Welt nimmt und Schokolade ausspuckt,
nach der man dann eben nicht mehr hungrig ist und die einen anspornt, eben etwas für sich zu tun und Treppen zu steigen. Und ich mochte Gwendy, ich mochte die Geschichte, zwischen den Zeilen und eben einfach diese Idee, dieses Wunschkasten und was uns Stephen King wohl damit sagen will. 13. Kategorie, bestes Bild, bestes alleinstehende Buch. Und da es hier ja um Bücher geht, die ich in 17 gelesen habe, nicht die in 17 erschienen sind, tritt hier noch einmal Stephen King an, denn es ist für mich der Anschlag von ihm. Ich habe ihn ewig gefühlt, glaube ich, auf dem Sub gehabt und letztes Jahr haben wir ihn dann ja gemeinsam gelesen. Es waren einige in der Leserunde dabei und ich fand den Anschlag einfach Hammer. Wohl mit einer der Kings, die für mich zu den besten drei gehört, wenn er nicht, er könnte tatsächlich so fast am Thron kratzen. Ich habe es geliebt. Diese Idee der Zeitreise, dass wir 5 Jahre vor der Ermordung von JFK ankommen, unser Protagonist Dinge verändern kann, die eben in diesem Zeitstrang dann verändert sind. Er durch eine Art Portal dann auch wieder in die Zukunft kann, sich ansehen kann, was da passiert ist. Aber wenn er wieder zurückkehrt, sind alle Änderungen im Grunde passé und er muss alles, was er gefühlt gut geändert hat, nochmal tun. Und welche Dinge sich da in dem Weg stellen und wie das Leben denn wäre, wenn JFK vielleicht überlebt hätte, gar keinen Anschlag erlitten hätte, nicht gestorben wäre, das sind natürlich Fragen, die sich stellt. Und ich glaube, das ist ein sehr wunder Punkt in der amerikanischen Geschichte, ist dieser Anschlag auf JFK. Und ich glaube, dass sich viele immer wieder fragen, was wäre gewesen, wenn, ähnlich wie wahrscheinlich sich viele Deutsche ständig auch nach 80 Jahren noch fragen, was wäre gewesen, wenn man Hitler vorher irgendwie gestoppt hätte. Auch diese Fragen gilt es ja immer mal wieder in Büchern zu klären und so kümmert sich eben Stephen King um das Attentat auf JFK und es war einfach der Hammer. Keine der 1000 Seiten war zu viel, es hatte Atmosphäre, es hatte Spannung, es hatte Tiefgang, es hat einen mitgerissen, es hat einen die Charaktere nahegebracht, es gab so viele Erzählstränge von den normalen Dingen, von der leichten Liebesgeschichte, wie agieren Menschen, wenn sie merken, man kommt aus der Zukunft und was muss man alles für sich behalten, um eben die Zukunft so zu lenken, wie man es selbst für richtig hält? Und kann ein Einzelner überhaupt über das Schicksal aller entscheiden? Großartig. Großartig erzählt und wirklich ein absolutes Highlight im letzten Jahr. Und die letzte Frage kümmert sich um die beste Dokumentation, bester historischer Roman bzw. Non-Fiction. Und ich glaube, ich habe im letzten Jahr tatsächlich gar nichts groß Historisches gelesen. Ist mir mal so ein bisschen aufgefallen, zumindest nichts, was bleibend in Erinnerung geblieben wäre. Und so habe ich mich für ein Sachbuch entschieden. Und zwar das Buch der Freude vom Dalai Lama und von Desmond Tutu. Hier trifft ja buddhistische, glaubensphilosophische Religion auf einen katholischen Priester, Bischof, Kardinal, ich weiß gar nicht genau, was er jetzt war, und eine jahrelange Freundschaft der beiden. Und die eben zeigt, dass das Wichtigste Freundschaft, die Freude ist und man eben friedlich durchs Leben gehen kann, auch wenn man anderer Religion ist, anderen Glaubens ist, andere Dinge für sich selbst entdeckt hat. Und es war ein Buch, was mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, was mir den Dalai Lama noch näher gebracht hat, als eh in meinem buddhistischen, philosophischen Glauben sozusagen, wenn man das so nennen kann, und eben gezeigt hat, dass bei all den Dingen, die auf der Welt passieren, weswegen Männer Menschen Krieg führen, dass eigentlich der Frieden viel mehr zu uns passt und in uns liegt und man sich einfach mal nur unterhalten müsste. So wie es in diesem Buch passiert ist. Und ich finde auch, das ist jetzt so ein schönes Schlusswort der Bookish Academy Awards. Und vielleicht mögt ihr mir ja zu der ein oder anderen Kategorie euren Favoriten erzählen aus dem letzten Jahr. Würde mich sehr, sehr darüber freuen. Packe natürlich die Fragen unten in die Infobox. Würde mich freuen, wenn so ein paar Booktube-Kollegen einfach mitmachen, die auch Lust haben, nochmal ihre Bücher 2017 Revue passieren zu lassen. Fände ich wirklich schön, wenn der Tag einfach so ein bisschen wiederbelebt werden würde und wir noch so einen kleinen Rückblick auf das Vergangene sehen könnten. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Bookish Academy Awards, mit dem kleinen Rückblick aus 2017. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.